Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:32 Uhr aus Hamburg, 21. Juni 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus unserem Trading-Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX-Trade vor und das wird sein 15.400 zum ersten, zum zweiten und platziert. Wir gehen Short bei 15.392 oder bei 15.407. Freitag war Verfallstag, deswegen haben wir kein Live-Trading gehabt. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap. Das wird er versuchen, mit Sicherheit zu schließen. Wie sahen die Blue Boxen am Freitagabend? Wenig los, aber dann sehen wir, in der Vormittagssession waren es 23, 25, 22. Die hätte man traden können. Ja. Also so sieht die ganze Situation hier aus. Nächster Box wären die Grünen. Auch hier blicken wir mal in die Vergangenheit. Einmal hier schön rein, da rausgelaufen. Also da war am Freitag trotz des Verfallstags das eine oder andere auch möglich. Viel wichtiger, glaube ich, ist, wo kommt die Vola-Box heute Forecast rein? 15.434, 15.434. Da drücke ich hier mal drauf. 15.434. So. Das wird die Box sein. So, und wie immer schauen wir dann am Morgen einmal auf die großen Zeitebenen, einmal einen Komplettüberblick und wir starten heute mit Ethereum. Da sind wir letzte Woche stehen geblieben, gehen auf Weekly, sind wir Long, Daily sind wir Short, H4 sind wir Short, Stunde sind wir Short, 30 Short, 15, 5, also. In den Kryptos eher jetzt nach wie vor noch Short. Da ist immer noch Winter. Wir gucken auf Bitcoin, auch auf Wochenbasis. Wochenbasis ist Bitcoin immer noch Long. Und wir haben eine Unterstützung bei 26.768. Ich weiß aus einer Quelle zumindest, dass bei 25.000, ähnlich wie beim Schweizer Franken bei 1,20, hier eine ganz, ganz wichtige Unterstützungszone ist. Bei 25, da sind einige Big Player und halten diesen Kurs. Also da wird es spannend sein, ob wir da nochmal runterlaufen auf diesen Bereich. Bitcoin also auf Wochenbasis Long, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short. Und 30, 15, 5, alles Richtung Süden. Das war einmal die Kryptos. Gehen wir weiter nach oben. Kommen wir auf Gold. Daily Short. Fangen wir an auf Weekly. Gold auf Wochenbasis ist Short. Daily ist Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Minuten Short. 15 Minuten sind wir Long. Also ab 30 Minuten dreht der Markt wenig. Das kann bedeuten, dass wir heute erstmal einen Konter, eine Gegenbewegung hier reinbekommen. Gehen wir auf Öl. J.R. Ewing lässt grüßen. Wochenbasis ganz klar Long. Und wir sehen hier, wo könnte die Reise. Das sind die letzten Widerstände hier. Da kratzen wir. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also da ist ganz klar alles Richtung Norden. Kommen wir zur Technologiebörse, Nasdaq, Wochenchart. Sehen wir hier Unterstützung im Wochenchart, mehr oder weniger sehen wir auf diesem Level. Daily sind wir Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short. 15 Long, 5 Minuten Long. Also ich würde eher mehr für Long tendieren in der Technologiebörse. Also da die ziehen wieder an. Gehen wir in den S&P 500. Wochenbasis ganz klar Long. Da liegt die Unterstützung bei diesem Indikator so roundabout hier. Auf Daily Basis knapp Short.
4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Long. Auch da Erholungspotenzial. Dow Jones, Weekly Long, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Und jetzt gehen wir zu The Good Old German DAX und fangen an bei Weekly Long, Daily. Er holt hier ein bisschen raus. Wir sehen es hier oben. Aber wir haben Gap. Mal gucken, ob er diesen Bereich hier nochmal unterschreitet. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5, auch alles Short. Also eher Aufwärtspotenzial Richtung Gap Close hier. Ja, ansonsten auch hier weiter Richtung Süden. Das ein Blick. So, die Boxen, die fallen auf der rechten Seite zumindest schon platziert. 15.392 Short, 15.407 Long. So, es ist 8.56 Uhr und wir sind Short im ersten Trade, im ersten Anlauf. 15.392 Short, 15.407 Long. Short im ersten Trade. Wir haben nach wie vor eine Kurslücke, ein Gap. Und da würde ich auch, und das ist so bei 39, dann auch gleich den Trade hinziehen, wenn der Markt dort eröffnet. Die Wochentrades. Auch britisch Pfund, ein altes Signal. Ja. Guten Morgen. Manuela, Stefan, guten Morgen. Andreas, guten Morgen. Markus, guten Morgen. So, und 8.58 Uhr, der Eröffnungstrade ist in den Gewinn gelaufen. Wir steuern auf den tausendsten Trade jetzt zu, nach wie vor 15.371. Ich verabschiede mich bei dem Videotagebuch, YouTuber, und wir sehen uns, hören uns morgen, wenn ihr Lust habt. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter, wieder mit der Big Number. Nochmal, wir treten ja eine Big Number dreimal. Ja, und dann lassen wir sie in Frieden. Also, gute Trades, bleibt gesund, bis morgen.